Servus Leute, ja, ihr seht es vielleicht im Titel, sorry, dass die letzte Zeit ein bisschen weniger Videos gekommen sind, aber irgendwie, ihr seht es ja im Titel, ich war in Mittelerde. Wer meinen Lesemonat vom Januar gesehen hat, der hat vielleicht bemerkt, ich habe Der Hobbit als Hörbuch gehört. Ja, das erste Mal, dass ich mir den Hobbit als Hörbuch reingezogen habe, aber keine Ahnung, wie oft ich Der Hobbit schon gelesen habe, weit über, keine Ahnung, 10, 20 Mal oder irgendwie so. Ich habe wieder mal Bock gehabt, denn ich habe die Welt von Mittelerde schon eine ganze Zeit lang nicht mehr betreten gehabt. So. Und da wurde es einfach für mich mal wieder Zeit, mir der Hobbit und der Herr der Ringe reinzuziehen. Und ich halte dieses wunderschöne Buch aus dem Klett-Cotta Verlag mal wieder in die Kamera, denn das hier ist die Hardcover-Gesamtausgabe von Der Herr der Ringe mit den Anhängen zu Der Herr der Ringe mit Illustrationen von Alan Lee, und das ist hier die Übersetzung von der wundervollen Margaret Carrox, also der heilige Gral in der Zusammenstellung für alle Fans von Tolkien und Der Herr der Ringe von ganz Mittelerde. Ich stelle das Buch, diesen Wälzer, mal hier hin. Ich muss es einfach mal wieder lesen. Es war einfach an der Zeit, und ich liebe die Geschichte einfach. Was will man dazu sagen? Ich bin ja sowieso jemand, der alles, was es so wirklich zum den größten Teil, würde ich mal behaupten, den es über Mittelerde von Tolkien zu lesen gibt, habe ich schon mal gelesen oder eben ein dutzendfach. Ich habe mir, weil ich mir dachte, okay, gib's dir einfach mal wieder, ich habe mir mal wieder das Silmarillion dazu noch reingezogen. Muss man jetzt nun nicht unbedingt, aber derjenige, der eben Der Hobbit und Der Herr der Ringe ein kleines bisschen mehr verstehen will, um was es da eben geht, der kann sich mal eben dieses Silmarillion reinziehen, denn das ist so im Prinzip ein bisschen wie die Tolkien-Bibel. Das fängt wirklich so an, im Prinzip am Anfang war Gott und der schuf das Licht und so. Also wirklich von der Entstehung der Welt im Prinzip, von der Entstehung von Mittelerde, von Valinor, wer diese ganzen, wer alles ist, wie die Elben aufgeweckt wurden bis hin zu den ersten Menschen. Das alles findet ihr im Silmarillion. Und ja, wer das gelesen hat, der hat eine, einiges umfangreichere Verständnis von eben Der Herr der Ringe. Und weil es eben auch noch eine Geschichte im Speziellen von den Menschen gibt in der ganzen Geschichte um Mittelerde, hat der Sohn von J.R.R. Tolkien, Christopher Tolkien,
ja noch einiges mehr an Geschichten zusammengetragen und in Form gebracht und hat eben dieses Buch Die Kinder Hurins damals veröffentlicht. Und ich habe mal gedacht, okay, es sind zwar viele Sachen, ähnliche Geschichten oder Geschichten, die sich überschneiden in diesen beiden Büchern, aber eben aus einer ein bisschen anderen Sicht erzählt, eben aus der Sicht der Menschen. Deswegen dachte ich mir, okay, es wird mal wieder Zeit, die Kinder Hurins zu lesen. Und ja, jetzt mehr muss es jetzt erstmal nicht mehr sein. Ich bin zurück aus Mittelerde. Ja, nun, ein Buch hätte ich euch jetzt fast unterschlagen. Und zwar ist das hier in diesem Buch ein Teil davon. Schattenchronik 4. Das Erbe der Macht. Diese Reihe, unglaublich cool. Wahnsinnig, wahnsinnig toll. Kann man einfach... ich bin total fasziniert von Andreas Suchanek, dem Autor seiner Geschichte. Das ist im Prinzip der 12. Teil dieser Serie. Und der Schluss, also der vierte Teil dieses Buches. Das Ende des vierten Buches. Denn diese 12 einzelnen E-Books, die gibt es als Hardcover. Im Prinzip ein Hardcover beinhaltet 3 dieser E-Books und dieses beinhaltet eben das E-Book 10, 11 und 12, den Abschluss dieser Staffel quasi, dieser Serienstaffel von Andreas Suchanek. Mir hat die Geschichte unglaublich toll gefallen, ich liebe die Story, ich liebe den Ausgang, diese überraschenden Wendungen und tollen Ideen für die Geschichte überhaupt. Ich kann nur sagen, echt klasse gemacht und ich freue mich schon darauf, dass die Geschichte bald hoffentlich weitergeht. Ich weiß zwar noch nicht, wann der erste Teil der nächsten Staffel kommt. Aber ja, er hat ein richtig krasses Ende hinterlassen, bei dem man... Cliffhanger ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist eben eine Wendung in der Story, die dich drauf brennen lässt, wie es weitergeht. Ich werde den Autor auf der Leipziger Buchmesse hoffentlich treffen und werde ihn dann auch mal fragen, wie und wann und wo es weitergeht mit der Geschichte. Ja, das war mein, wie ich finde, echt cooler, toller Lesemonat, weil, der Herr der Ringe, der Hobbit und so, alles um Mittelerde, das sind einfach meine absoluten Lieblingsbücher und dann das Finale der Das Erbe der Macht Serie. Fand ich doch richtig cool. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.